Wir kommen ja echt gut durch. LOL? Warte, was? Was ist das? Beim Briefschlitz steht etwas geschrieben. Willkommen im rätselhaften Haus. Wirf hier deine Einladung ein. Möchtest du eine Einladung? Ja! Mike hat die Einladung durch den Briefschlitz geworfen. Du hörst die Einladung in das Haus flattern. Jemand scheint den Umschlag zu öffnen und dann geht die Tür von innen auf. LOL? Was? Hinter der Tür erscheinen Flunkiefer und Co. Was ist das hier? Teambeleber-Orb. Top-Elixier. Belebersam. Ich glaube, ich bin hier im Paradies. Oh Gott. Der Brief hat sich ja echt gelohnt. Ich dachte echt, das war eine dumme Idee, den Brief zu kaufen, aber... Ne? Ne, ne, ne. Ja, warte, den tauschen wir. Den tauschen wir. Tauschen. Ah, geht doch. Mit einem normalen... Ach, ich habe keinen normalen Apfel mehr. Oh. Ja, dann esse ich ihn. Ja. Yep. 150. So, ich nehme mal mit. Wir haben hier noch einen normalen Samen. Oh Gott, wo bin ich hier? LOL. Ja, den trinken wir sofort für... Wer braucht's denn am meisten? Ich brauch's am meisten. Nicht wichtig, hier gibt es nämlich noch eins. Wie gesagt, ich brauche es am meisten. So. Und was ist der Rest hier? Das sind nur normale Samen, die ich abgelegt habe. Okay. Das Pokémon kann in diese Richtung nicht geschoben werden. Was? Flunkiefer und Co. haben offenbar darauf gewartet, dass ein geladener Gast erscheint. Okay. Willkommen im rätselhaften Haus. Mike verbringt mit Flunkiefer und Co. eine schöne Zeit. Flunkiefer und Co. sind bester Laune und wollen mit aufs Abenteuer gehen. Okay, könnt ihr gern machen, du. Nachwirkung Plus erhöht bei allen Teammitgliedern die Stärke von Attacken, die dem Anwender durch Rückstoß sowie bei Fehlschlag Schaden zufügen, drastisch. Ja, Flunkiefer wird nicht mitmachen können. Oh, Metagross kann aber. Oh mein Gott. Wie geil. Schutzrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angegriffen, steigen dabei jedes Mal seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Ist ja geil. Und wen verabschieden wir? Einen von davon können wir doch eh nicht mitnehmen. Wer war denn das? Ja, Flunkiefer ist einer davon, aber ich mach mal Cargo weg. Sorry, ne? Ciao. Oh, der Status können wir auch behalten. Was hat er denn? Nachwirkung plus. Achso, ich muss jetzt auch wieder einen weiteren wegmachen. Ja, komm dann. Dann machen wir Nidoking weg. Sorry. Bam. Damn, ist das cool. Lol, okay. Die Luxusbox, die hätte ich gerne noch. Oh Gott. Was ist das für ein Ort? Schleimkost weg. Wir haben noch einen großen Apfel, verdammt. Habe ich zu spät gesehen. Wir sortieren mal kurz unser Inventar. Zuweisen. Ja. Top Ether brauchen wir nicht. Die sind nicht ganz so gut. Deshalb darfst du das einfach mal trinken. Wir nehmen das Item hier auf. Gut gemacht. Und gehen dann hier lang. Oh Gott, wir haben so ein richtig krasses Team einfach am Start. U21, wir sind fast am Ziel. Alter, guckt euch Stalos an, wie riesengroß das ist. Ich bin gespannt, wie groß Vylord wird, ey. Oh, hi, Smogon. Na, möchtest du gegen unser Pokémon kämpfen? Warte, kommt er nicht weg? Oder warum ist es noch so weit hinten? Und das ist noch ein anderes Pokémon so weit hinten. Was? Moment mal, was macht ihr denn da? Hey, was passiert denn da? Stalos! Stalos ist wütend. Warum ist Stalos wütend? Kommst du nicht durch oder was? Doch, natürlich kommt er durch. Okay. Seltsam. Und nein, wir sollten nicht hier lang gehen. Oh Gott, irgendwer kämpft da hinten. Sandan! Sandan! Nein, Sandan! Ich kann den gerade nicht her. Okay.
Sven hat's geschafft. Super. Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass das so eine Erfahrung hier wird. Das ist nämlich sehr interessant bisher. Und Slimer sieht irgendwie aus, als hätte er so einen kleinen Kopf. Panik! Das Pokémon ist in Panik gerade und versucht vor anderen Pokémon zu fliehen. Damit kannst du deine Items einsetzen. Verdammt, als ob ich jetzt wirklich in Panik bin. Ich muss gehen. Okay, ich kann nicht angreifen. Okay, bin ich mal in Panik. Killen wir das Vieh und gehen weiter. Und hier ist die Treppe. Vielleicht ist hier schon der Ausgang. Das kann gut sein. Oh nein, 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 nicht Finale. Nicht Finale, nicht Finale. Oh Gott. Okay, Finale wird nicht automatisch eingesetzt. Oh Gott, ich hatte gerade richtig Angst. Weiter. U22. Ich glaube, bei U24 ist das Ziel. Okay. Nein. Wir werden die Äpfel, wie gesagt, behalten. Wir haben eh schon zu viele Leute. Achso, die kämpfen gerade. Okay. Das war der Bringer. Ah ja. Bam! Crit! Und nochmal Bam! Das ist down. Gehen wir nach oben. Oh Gott, ich habe richtig Angst. Was passiert hier, bitte? Setz mal kurz ein. Wer braucht's denn? Ampelleuchte geht so schnell leer. Weil jetzt hat auch einfach nicht so viel AP. Aber ist halt eine gute Attacke. Och nö, Hunger. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Egal. Passt schon. Bam! Du-du-dum-dum-dum-dum. Was ist das? Ah, brauchen wir nicht. Was? Nein! Stalos! Stalos werde ich retten. Stalos ist so ein cooles Pokémon. Erinnert mich übrigens an eine Arena-Leiterin, die ich sehr mag. Verpflegst. Okay, geh mal weg. Nein, 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 hör auf, hör auf, hör auf. Nein, nein. Gilt es doch. Nein! Stirb! Och, ich war auch voll viel Damage. Haha, Geowatz! Ja, Mann, Zusatzheilung! Oh mein Gott, das ist ja mega einfach. Wird bei einem Teammitglied ein negativer Zustand geheilt, wird zusätzlich bei einem weiteren Mitglied wird ein negativer Zustand aufgehoben. Okay, ich weiß doch nicht, wer er. Aus das? Austausch. Sorry. Ja. Es tut mir leid. Ich kann dich aber, soweit ich weiß, weil ich mich noch richtig erinnere, nicht mitnehmen. Aber alle, die ich jetzt gerade habe, außer Flunkiefer, kann ich noch mitnehmen, oder nicht? Da oben ist einer. Ich gehe mal nach ganz oben, weil ich hatte das Gefühl irgendwie, dass da oben ganz oben irgendwas ist. Nice. Oh nein, da kommt einer hier hin. Ein Sandama. Sandamas sind echt stark in diesem Spiel. Sind allgemein sehr stark. Pikachu kriegt Level 25. Nice, nice, nice. Du, 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 du. Ich finde es persönlich irgendwie anstrengend, mit so vielen Pokémon rumzulaufen. Vor allem mit so einem riesengroßen Stalos, Mann. Das ist übrigens die Weiterentwicklung von Onix. Für Leute, die es nicht wissen. Was ist denn das da unten? Das nehme ich doch gerne mal mit, du. Tun wir dafür doch mal. Ein Item weg. Was ist denn das hier? Vitalorb. Ach, das ist doch. Bestimmt eh nur Müll. Weg damit. Weiter geht's. Ja. Ja. U23. Ein kampfunfähiges Pokémon. Ist das nicht ein Lunastein? Ich glaube, das ist ein Lunastein. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Da ist ein leuchtendes Item. Haben wir es aufgesammelt? Oh, jetzt habe ich schon sortiert. Ich wollte es eigentlich später machen mit dem Sortieren.
war doch gerade ein leuchtendes Item. Oder ist es das hier? Das nehmen wir natürlich mit. Ach komm, pack die jetzt einfach mal weg. Und dafür packen wir dann die Georock-Brocken. Zuweisung, zack. Ja, komm, lass die einfach in Ruhe. Oh Gott, die sind Onyx, die Vorentwicklung von Stalos. Spiegel-Self, nice. Gyroball ist schon ziemlich stark, aber das kriegt mich nicht klein. Nö. Oh Gott, Magnetilo, bitte. Da unten ist ein Pokémon, aber... Ja, wie gesagt, wir können nicht mehr tragen. In der Pokémon bei uns haben, meine ich, egal was auch immer. Oh Gott. Charlos, du wirst gleich sterben, ne? Pass auf, bitte pass auf. Oh Gott, sieht das da links? Da kommt gleich ein riesengroßes Pokémon auf uns zu. Oh nein. Bam! Oh, da unten ist auch noch eins. Oh, wir werden kämpfen müssen gegen die alle. Oh Gott. Ich gehe dann schon mal weiter. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir schaffen das. Okay, es ist ein Onyx. Das riesige Pokémon. Ist nicht schwach oder so, aber... Will jetzt eh gleich down gehen. Und dann Magnetilo. Magnetilo, warum bist du überhaupt alleine? Ja. Down. Ach, wir kommen wieder hier raus. Hätte ich mir denken können. Dann lass uns hier nach unten gehen. Und hier weiter nach unten. Oh, hi. Kannst du bitte abhauen? Bam. Dankeschön. Dün. Oh Gott. Okay. Wir sind, glaube ich, am Ziel. Oder? Es müsste hier das Ziel sein. Yes, es ist das Ziel. So, wir sind angekommen. Wir haben das Schwerste hinter uns. Naja. Den Dungeon haben wir hinter uns. Finde den Schatz, Bibi. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also sollen wir vorsichtig sein. Wir sollen unser Bestes geben. Das stimmt schon. So, wir lagern ein paar Items, die wir jetzt definitiv nicht benötigen werden. Zum Beispiel das hier. Oder das hier. Oder... So viele Top-Elixiere, wenn wir nicht brauchen. Oh, die Beleber lasse ich mal. Ja. Ich glaube, das reicht. Ja, die Boxen. Ja, komm, das reicht. Naja. Das fangen wir alles weg. Und dann gehen wir durch. Let's go. Auf zu Groudon. Magma-Höhlentiefe. So, und ab hier kann es nochmal. Kann nochmal alles enden, Leute. Hier kann unser Abenteuer nochmal komplett eine Wendung bekommen. Deshalb sollten wir definitiv aufpassen. Und hier habe ich die schlimmsten Erinnerungen. Mit Monsterfallen. Belebersamen haben wir gefunden, das ist sehr gut. Oh Gott, da hinten ist ein Pokémon, ein riesengroßes. Gegen das sollten wir kämpfen. Oh, es ist sogar ein Stalos. Verdammt, da kommt auch noch von der anderen Seite ein Pokémon, aber ich kann nicht auf alles achten. Okay, geh mal weg. Kann ich schon erreichen? Also es kann mich erreichen. Ja, ich kann es erreichen. Igelsam. Hier kommt auch nochmal ein Geowatz auf uns zu. Ich gehe mal auch auf das Ding zu. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Niemand darf hier sterben, Jungs und Mädels, ne? Aber Metagross wird uns sowas von helfen. Onyx. Ich meine Stalos, sorry. Da war ich jetzt nicht. Oh Gott, nein. Bitte lass mich nicht mit Beleber verschwenden. Oh Gott, nein. Oh. Ja, Mini-Belebersamen. Oh Gott, das sind zwei. Oh Gott, da wird noch einer verschwendet, oder? Nein, ich muss wechseln mit dir. Nein. Ich gebe dir ein weiteres. Ich will Onyx haben. Ich sehe halt nichts. Ich kann niemanden... Oh Gott. Also ein Onyx und ein Stalos. Das waren also deine Gegner, du. Da greifen wir das an. Was? Ich wollte das andere angreifen. Egal, dann ist das schon mal down. Oh nein, oh Gott. Oh Gott. Bam. Oh Gott. Wieder zurück.
Du. Oh, ein Slimer. Ich hätte einen Slimock erwartet. Ist aber nicht hier. Bam. Da ist aber schon mal down. Ich habe viel mehr Monsterhäuser erwartet, aber anscheinend kommen die nur am Anfang und ich habe die alle geskippt, weil ich anscheinend schon erkannt habe, woran man die erkennt. Lull. U25. Ich glaube, es gibt noch hier nach zwei weitere Räume und dann sind wir da. Oder ist es hier schon zu... Nee, es ist 25 hier, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt noch geht. Ich glaube, bei 26 ist dann zu Ende. Also nach 26 ist dann schon da, beim Boss. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Oh Gott. Komm, Pikachu, du musst da unten helfen. Nice. Okay, verdammt. Bam. Da oben kommt ein Pokémon. Oh, Slimer, nein. Ich hab's noch nicht, aber ich kann es eh nicht mitnehmen, also... Nein. Sorry. Und ich hätte letztens gesagt, dass es weggerannt wäre. Stand da früher immer. Stimmt auch. Und jetzt steht er nur, ist weggegangen, ist nur gegangen. Ohne irgendwie Punkt, Punkt, Punkt oder irgendwas Trauriges dazu packen oder so. Und verdammt sind hier viele große, starke Gegner. Bam. Bam. Raserei. Ach komm, lass meinen Flunkkiefer in Ruhe. Also Flunkkiefer werde ich nicht beleben. Ich kann es ja eh nicht mitnehmen. Deshalb ist es mir da egal. Aber die ich mitnehmen kann. Sorry, wir haben schon einen Geowatz bei uns. Nein. Oh Gott. Donnerzahn. Okay. Igelsamen. Bam. Oh oh. Oh nein. Bam. Geht's down? Nein. Immer noch nicht. Aber es ist fast tot. Yes. Nice. Oh Gott, da kommt ein Pokémon von der Seite. Und hier ist ein Monsterraum. Hilfe. Okay, hier werden wir unsere ganzen Belebersamen verschwenden wahrscheinlich. Okay, es sind größtenteils für Slimers. Oh, ich kriege sogar einen Level 29 noch vor Groudon. Das ist doch cool. Ja. Demnächst könnten wir uns theoretisch schon zu Bisaflor entwickeln. So, eigentlich will ich da unten... jetzt soll ich angreifen. Dich da unten angreifen. Ja, aber... Ach, keine Ahnung. Greif einfach an. Irgendwen. Bam. Pikachu greift mit an. Ich krieg den ganzen Damage ab. Aua. Uff. Ich würde in Pikachu reinwechseln, weil Pikachu hat stärkere Nahkampfattacken als ich. So, und die anderen hinten müssen auch noch kämpfen. Ach, ich habe keine... Wie, ich habe keine AP mehr. Was? Ich habe einfach zwei Fallen revealed. Super. Das war überhaupt nicht meine Intention, aber okay, okay. Pika, ne? Wir drücken dich mal rein. Oh Gott. Ja, Onix muss, Stardust muss da unten jetzt alleine kämpfen. Ach, verdammt. Warum muss hier ein Monsterraum noch sein? Ganz am Ende. Nein. Ich setze einen Teambeleber-Orb ein für dich. Oh Gott, das zieht schon für eine Runde. Aber Pikachu darf doch noch angreifen. Das ist super. Bam. Oh nein. Okay. Nice, nice, nice. Wir müssen jetzt alle besiegen hier. Sonst geht's nicht weiter. Oh Gott, ohne Stardust. Ich geh auf den ja. Geowatz. Von Geowatz hatte ich momentan am meisten Angst von den ganzen Gegnern hier. Es sind nur noch, es ist nur noch ein Slimer, ein Geowatz und zwei Star, zwei Onix, ne, ein Onix und ein Stardust. So. Oh Gott, oh Gott, nein. Oh Gott, meine Belebersamen gehen aus. Was habe ich hier genommen? Ein Teambeleber-Orb. Okay, dann kann ich einen von uns beiden, oder von uns dreien, besser gesagt, umbringen. Ich glaube aber leider, Leute, Onix wird drauf gehen. Der ist da hinten alleine. Was mache ich? Egelsam. Oh Gott. Ich habe echt Angst. Okay, okay. Nur noch das gegnerische Stardust.
Es tut mir leid, Stalos. Wir können nichts für dich tun. Ich brauche noch ganzen Belebersamen. Ich möchte nicht alle verwenden. Es tut mir so leid. Aber hey, wir haben noch Metagross und Geowatz und Fluki, wenn wir zwar nicht mitkommen. Und Sandern, aber den schleppen wir ja nur mit. Oh, ich bin noch eine Falle getreten. Eine Hungerfalle. Ich muss nochmal zurück. Ist mir egal, ich muss nochmal zurück. Okay. Von irgendwo kommen Gegner, oder? Ja. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, Charles ist leider tot, aber passiert. Ist passiert. Oh, wie viele Fallen gibt es denn in diesem Monsterraum? Okay, einfach weiter. Oh Gott. Okay, Magnetilo, du schaffst das da. Ich muss den Ausgang finden. Entweder das hier oben rechts oder unten links. Ich versuch's mal hier oben rechts. Yes! Oh mein Gott, yes. War's das? Yes! Hm. Ich frage mich, wo wir sind. Wir dürften schon ziemlich weit vorgedrungen sein. Nein, der ist eben. Puh, es ist vorbei. Ich glaube, hier ist Groudon. Sieh nur, Mike, da drüben. Hey, alles in Ordnung? Los, kommt wieder zu euch. Was ist denn hier überhaupt passiert? Groudon hat uns zu Kleinholz verarbeitet. Groudon? Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Okay, und was mit Simsala? Wo steckt der? Simsala kämpft doch immer gegen Groudon. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Mike, wir müssen uns beeilen. Seid ja vorsichtig. Wir kommen nach, sobald wir wieder fit sind. Oh Gott. Oh, hier steckst du also, Simsala. Ist mit dir alles so in Ordnung? Ach, ihr seid es. Tretet ja nicht näher. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es! Es kommt? Wo? Oh. Simsala! Simsala ist wie vom Erdboden verschluckt. Ob er besiegt wurde? Um Himmels Willen, jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Oh mein Gott. Mike, zeigen wir ihm, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Oh Gott. Was passiert? Hä? Magma, ein außergewöhnliches Naturphänomen ereignet sich. Magma strömt durch die Ebene des Dungeons. Mit jedem Erdstoß landen die Pokémon an einem anderen Ort. Kommt ein Pokémon, das nicht mit dem Typ Feuer angehört, in den Magma in Berührung, wird es zudem in... Wir werden alle verbrennen? Oh Gott, das haben die ja viel schwerer gemacht. Der Kampf ist schon schwer genug. Oh Gott. Okay, ich sehe hier keine Chance, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh Gott. Ich kann ihn aber erreichen. Das heißt, ich schmeiß ihn. Warte, was haben wir denn ausgerüstet? Können wir irgendwas... Oh, das mache ich später. Wir setzen das hier ein. Schwingen. Bam. Okay, Groudon schläft, Leute. Groudon schläft. Ich muss Pikachu sagen, dass er nach vorne soll. Das ist wichtig. Pikachu, bitte nach vorne. Okay. Nice, 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 nice. Oh mein Gott. Pikachu. Du musst mit Eisenschweif angreifen. Bam. Und nochmal. Bam. Und bam. Der Hype ist real. Okay, er trifft uns nicht. Verdammt. Na, verdammt. Oh nein, warum muss... Oh nein, die Magma breitet sich aus. Oh, warte, wie viele Heil-Items haben wir? Oh, okay, wir haben genug. Dann kümmere ich mich da nicht drum.
Ich zück nochmal den Schlafzweig. Zack, gute Nacht. Was, dann hat eine KP-Knappheit erkannt für Metagross. Ja. Flunkiefer werden wir nicht heilen. Sagte ich ja bereits. Oh Gott! Okay, jeder schaut bei sich selbst nach, du. Oh, verdammt. Sambombe wäre sehr effektiv, aber ich muss näher ran. Okay, komm. Geh wir näher ran. Du machst mit Ampelleuchte, genau. Oh, zweimal hintereinander. Oh nein, Abgrundklinge. Oh Gott. Ja, belebe es wieder. Belebe Geowatz lieber. Wieder. Ich kann nicht reden, Mann. Ich bin so gehypt. Oh mein Gott. Ich würde sagen, erstmal Egelsamen. Nice. Oh, so gepflanzt. Oh Gott. Okay. Was passiert? Oh nein, die Lava breitet sich immer mehr aus. Bam! Was, warum macht das so wenig? Verdammt. Ja, Flunkiefer ist gerade egal. Nice. Okay. Haben wir irgendwas, was wir jetzt einsetzen können? Irgendein Angriffs-Item? Ne, wir haben aber hier... Eine ausgewählte Attacke nur. Aller Mitstreiker. Des gesamten Teams. Das benutzen wir. Ich setze das ein. Tempo Orb. Wir sind alle schneller. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich mehrmals angreifen. Okay. Die Magma ist weggeflossen. Deshalb ist es gibt kein Zeitlimit, wie es scheint. Bam. Samenbomben. Sandan kommt nach vorne. Flammensturm. Oh oh. Oh no. Psychokinese. Heilige. Was passiert hier? Habe ich noch einen Zweig? Yes. Ich setze ihn ein. Bam. Okay, Groudon schläft. Wen? Wird sich heilen, Sandan? Nein. Ich gebe dir einfach einen Beleber. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Sieh mal, da ist Simsala. Und da sind auch Gluak und Despota. Oh. Habt ihr Groudon etwa tatsächlich besiegt? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Und was ist mit Groudon? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde. Und dann hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Ich sollte sie schon wieder beruhigen. Ah, die Erde bebt schon wieder. Nicht zu weg von hier, schnell! Warum bebt denn die Erde, wenn er noch nichts macht? Nachdem Groudon besänftigt war, verließ das Team von Mike den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Nice. Calcium. Regenbogen-Gummi. Regenbogen-Gummi. Screw, screw. Geil. Sandan! Macht mit! Ah, erstmal nicht. Flunkiefer kann leider nicht mitmachen und gibt uns 441 Pucke. Metagross kann mitmachen. Ja, ja, natürlich darfst du mitmachen. Und Geowatz auch. Epic. Gerade nicht. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Ist das Team von Mike immer noch nicht zurück? Hey, schaut mal, da kommen sie. Du hast recht, sie sind zurück. Komm, gehen wir ihnen entgegen. Yay! Großartige Arbeit, Mike. Das war einsame Spitze. Wir wissen alle schon Bescheid. Ihr habt Groudon wirklich besiegt. Ihr zwei seid wirklich unglaublich. Ich sehe euch in einem ganz anderen Licht. Wie? Wo? Was? Jetzt warte mal eine Sekunde.
Wie kann es sein, dass ihr alle schon wisst, was in der Magma-Höhle passiert ist? Pelipa ist schneller als jede einzelne News-Website auf dem Internet. Da stand alles sofort drin. Nach 10 Minuten, nachdem es passiert ist. Diese Stärke, ihr habt wirklich all meine Erwartungen übertroffen. Einfach bewundernswert. Ihr wart großartig. Ich würde am liebsten nur noch mit euch zusammenarbeiten. Damit steht es ein für alle Mal fest. Euer Retterteam Epic ist absolut erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz auf euch sein, Pika und Mike. Ich bin so glücklich, Mike. All die Mühe, die wir uns gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an, dass Groudon ausgerechnet von so einer Heulsuse besiegt wurde. Huch, was war das denn gerade? Ich habe ganz kurz etwas gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich höre es auch. Ich habe dich auch gehört. Ich auch. Und ich höre es immer noch. Spricht da jemand? Hallo? Was? Diese Stimme. Die habe ich doch schon mal gehört. Das ist Xatu, ja, ganz eindeutig. Xatu, sagst du? Aber natürlich, er kommuniziert telepathisch mit uns. Xatu versucht uns mit seinen telepathischen Kräften zu kontaktieren. Warum? An alle Pokémon, hört mir zu. Es ist schrecklich. Am Himmel ist ein Meteorit erschienen. Was? Dieser Meteorit rast auf unseren Planeten zu. Er ist riesig, geradezu gigantisch. Und er befindet sich auf einem direkten Kollisionskurs mit unserem Planeten. Oh. Deshalb die ganzen Erdbeben? Groudon war es nicht? Wie ihr wisst, haben sich seit kurzem zahlreiche Naturkatastrophen ereignet. Ich weiß nun, weshalb das Gleichgewicht der Welt zerstört wurde. Das war alles die Schuld dieses Meteoriten, der auf uns zurast. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mit unserem Planeten zusammenprallen. Das hätte katastrophale Folgen. Wir müssen dies um jeden Preis verhindern. Aber was können wir dagegen tun, Xatu? Weißt du, wie wir die Meteoriten stoppen können? Ja, ich kenne einen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Katastrophe noch abzuwenden. Ihr müsst Rayquaza um Hilfe bitten. Rayquaza? Wer ist das denn? Ein legendäres Pokémon, das in der Ozonschicht hoch über den Wolken lebt. Bittet Rayquaza, den Meteoriten zu zerstören. Aber das wird nicht leicht. Rayquaza lebt noch in den Lüften. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Wenn er in so hohen Gefilden lebt, wie sollen wir ihn dann erreichen? Simsala und ich werden gemeinsam unsere Teleportationskräfte verstärken. Auf diese Weise sollte es uns gelingen, Pokémon hoch in die Lüfte zu senden. Aber seid gewarnt, diese Pokémon erwartet eine Reise ins Ungewisse. Niemand weiß, was hier in der Welt über den Wolken erwartet. Nicht einmal ich. Kein Problem, wir melden uns freiwillig. Ich will ehrlich sein, ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Aber seid ihr euch da auch sicher? Ich weiß nicht, welche Gefahren euch dort oben erwarten. Mir ist schon klar, dass diese Mission nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich wünsche mir, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Pika und Mike. Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Xatu. Ich werde mich mit Simsala absprechen, wie wir unsere Kräfte verstärken können. Morgen früh geht es los. Bis dahin solltet ihr euch ausruhen. Ein letztes Wort der Warnung. Euch erwartet ein gefährliches Abenteuer. Aber ihr dürft einfach nicht scheitern. Keine Sorge, das wird ein Klacks. Stimmt's, oder habe ich recht, Mike? Natürlich. Doch das schauen wir uns genauer in der nächsten Folge an.